Auch hier in Köln sitzt der Schock nach dem versuchten Anschlag auf die Tochter des US-Präsidenten tief. Nach unseren Informationen wurde ein französischer Rabbiner in Gewahrsam genommen. In welchem Zusammenhang er mit der Tat auf dem Petersberg steht, ist allerdings noch unklar. Klar ist dagegen, schon jetzt liegt ein Schatten auf dem gerade erst neu gegründeten Rat der Religion. Dabei sollte dieser zwei Wochen nach dem verheerenden Anschlag hier in Köln auf die Zentralmoschee ein Zeichen des Friedens senden. Das war für Sie aus Köln, Leon Sachs.